neuen X4F. Das ist die Frontantriebsversion des Allradtourenwagens X4, der ja im letzten Jahr neu rauskam und wo X-Way alles geändert hat zur vorherigen Plattform, der T4-Plattform. Und ich weiß nicht, besser gemacht, darüber lässt sich streiten. Jedenfalls gibt es jetzt die Variante FWD von diesem Tourenwagen. Der hat ein interessantes Detail. Darauf möchte ich nochmal eingehen, was ich wirklich gut finde und was echt Sinn macht. Aber ich möchte kurz nochmal auf den Allradtourenwagen X4 eingehen, der ja jetzt im Prinzip, ich denke mal, ein Jahr auf dem Markt ist. Und ganz viele haben upgedatet zu dieser X4-Plattform. Sie ist auch ganz interessant gemacht. Wie gesagt, es gibt da praktisch kein Teil, was vom T4 übernommen wurde. Aber viele haben da doch Probleme mit. Wir haben ja hier diese kleine Strecke in Ahlerstedt und da fährt Marc mit seinem X4 und er kommt nicht an die Zeit ran vom T4. Die Strecke ist natürlich sehr klein und speziell, aber trotzdem, er probiert da sehr viel an Setup und so weiter, aber es klappt nicht. Und ich habe auch andere gehört, nicht nur, also selber gesprochen, und Marc hat mir das auch erzählt, dass sie mit dem alten T4 einfach schneller sind. Und sie rätseln da so ein bisschen und kriegen es nicht hin, die mögliche Performance des X4 vielleicht auf die Straße zu bringen. Vielleicht muss man da anders fahren, ich weiß es nicht. Es ist halt wirklich ein anderes Auto. Und das ist schon ganz interessant zu hören, also dass wirklich für Rennen dann die Leute überlegen, auf den alten T4 wieder umzusteigen, weil sie einfach damit schneller sind. Die hatten ja hier, was sie hier beim X4F auch haben, diese interessanten Querlenker rausgebracht. Da hat man natürlich dann auch wieder den Nachteil, diese Mischung aus Carbon und Kunststoff, dass die Ersatzteile dafür sehr teuer sind. Also ein Querlenker kostet unten für unten 20,90 € und für oben 18,90 €. Das ist kein Doppelpack, das ist einer. Das haut natürlich mal schon mal rein, wenn man sich da was kaputt fährt. Des Weiteren, auch überraschend, das ist hier ein Post von RC Kleinkram bei Facebook. Und da hat X-Way schon im Dezember neue Bikeheads rausgebracht, die dicker sind. Ja, die schreiben, das sind die Bikeheads im unteren Bereich deutlich massiver ausgeführt und verhält sich dadurch bei Einschlägen robuster. So, oben ist die HD-Version und unten die Standard. Und da gibt es wohl auch ein Problem mit der Crash-Sicherheit, mit der Zuverlässigkeit bei Einschlägen und so weiter, weil X-Way war eigentlich immer ein Panzer, also echt stabil, muss man sagen. Und wenn man sich die Kommentare dazu durchliest, dann bestätigt sich das, dass es da wohl doch ein Problem gab. Da schreibt halt einer, langsam wird der X4 standfest gemacht, also ironisch. Und da fragt einer, ist der nicht stabil? Und naja, musst dir nur diverse X4-Foren durchlesen, dann findest du deine Antwort. Und hier hat der X4 ernsthaft Probleme mit der Haltbarkeit, was die, naja, scheint so. Naja, sagt auch einer, ach Quatsch, das passiert noch bei extremen Unfällen. Ja, so auch ironisch, ne? Naja, da sind sie wahrscheinlich so ein bisschen zu weit gegangen. Wenn man sich die beim X4 dann natürlich neu kaufen muss und nachrüsten muss. Auch wenn nur einer kaputt gegangen ist, dann kauft man natürlich den stärkeren wahrscheinlich, damit das Gleiche nicht nochmal passiert. Da kostet dann einer 33 €. Also braucht man ja mindestens zwei oder vier Stück. Da sind wir bei 130 €. Ne? Das in ein Fahrzeug, was dann schon neu 750 kostet. Schwierig alles. Ich glaube, es ist halt oft so bei den ersten Varianten eines Autos, dass er dann doch noch Kinderkrankheiten hat und dass man da natürlich der Kunde auch selber so ein bisschen der Tester ist. Ne? Sie können nicht alles vorhersehen und die Teamfahrer, die sowas mitentwickeln,
Die fahren halt auch anders als so ein Otto-Normalfahrer. Ja? Die crashen halt nicht und wenn, dann haben sie die Teile halt eh da und dann geht da nichts kaputt, wie beim ersten XB4, den Allradtouren-Buggy, den ich hatte. Da hatten sie in den ersten beiden Jahren Kunststoff, komplett Kunststoffgetriebe. Das hielt nicht einen Tag lang. Das war komplett irre, das in Kunststoff zu machen. Und da haben die erst auch geschrieben: Ja, unsere Teamfahrer haben damit kein Problem. Haha. Ja, die können halt auch fahren, aber ja, die Kunden, wir sind halt nur Durchschnittsfahrer oder schlechte Fahrer. Ne? Das ist halt was anderes. Naja, wie auch immer. So ist das nun mal. Hier sieht man halt den X4F. Ich hatte ja den X4 im Detail vorgestellt. Verlinke ich auch am Ende des Videos. Hier hat man nur ein sehr interessantes Teil gemacht. Ihr seht, der Motor, der ist ja hier an einer anderen Position als beim Allrad-Tourenwagen. Ne? Vorne vor dem Rad und nicht dahinter. Und da kommt man halt hier an diese Motorschrauben im Prinzip nicht ran, weil hier sitzt ja das Servo. Ja, Akku ist ja egal, den nimmt man ja immer raus, dann hat man hier gute. Sehr schön gemacht, wie der befestigt ist, braucht man kein Klebeband mehr. Auch alle Teile dabei. Hey, das ist wirklich ganz nett. Aber für diesen Motormount, da haben sie sich jetzt wirklich was Schönes ausgedacht. Und das Teil kommt übrigens vom XB4, was sie schon seit dem Anfang vom XB4 benutzen. Und zwar dieses exzentrische Vollfrästeil, nenne ich es mal. Ja, das ist das 1 zu 1 das Teil, wie gesagt, vom XB4 Buggy. Seit der ersten Version von 2013 bis jetzt immer gleich gemacht. Und zwar schraubt man dieses Teil an den Motor und schiebt dann den Motor mit dem Teil da rein. Durch das Drehen dieses Teiles nach links oder rechts so ein bisschen, verschiebt sich der Abstand des Motors hier zu dem Hauptzahnrad. Ja, weil damit man das richtige Ritzespiel hinkriegt. Und wenn man das hat, schraubt man das von oben fest und das sitzt. Also wenn das bei Offroad hält, dann hält es bei Onroad sowieso. Und das ist halt wirklich gut gemacht, weil ja hier auf der anderen Seite das Servo sitzt und man nicht an die normalen Schrauben dran käme. Und jetzt hat man von oben einfach eine Schraube und stellt den ein. Und das ist echt gut. Also einfach einen Teil auch wieder benutzt, aber in diesem Fall perfekt durchdacht und sehr einfach gemacht. Hier sieht man das dann von oben nochmal. Ja, hier ist das Hauptzahnrad. Naja, und hier sitzt halt das Servo und man kommt nicht dran. Und hier ist die Schraube, mit der man dann alles befestigt. Joa, ansonsten. Naja, das Auto ist halt komplett neu und hat auch die anderen Features vom X4 Tourenwagen. Der Akkuhalter ist hier halt hier auch ganz schön gemacht. Das funktioniert halt sehr gut. Das machen sie jetzt überall mit diesem Halter. Das habe ich in meinem X-Way SCX Short Course Track auch so. Und das ist wirklich gut. Da kann man nichts Schlechtes zu sagen. Ja, ansonsten. Ach so, er kommt auch wirklich vollständig, also man braucht da keine Tuningteile. Das war ja immer bei X-Way das Problem, dass man einen T4 gekauft hat und dann erstmal nochmal nachrüsten musste. Hier hat man auch dieses große Gewicht, 100 Gramm aus Messing, in Schwarz eloxiert sogar, um da Gewicht nach vorne zu kriegen. Man muss ja auch das Mindestgewicht einhalten. Und der Motor saß ja bei der ersten Variante hier nach vorne. Das hat sich ja oft geändert, dass sie jetzt alle den Motor in das Chassis reinbringen, aber dafür halt vorne so ein Ausgleichsgewicht machen. Ja, ich weiß nicht, ob sie hier diese Aluteile auch verstärkt haben. Das wäre natürlich sinnvoll. Da schreiben sie nicht, ob das hier die HD-Version ist oder noch die normale Version. Das wäre natürlich schön, wenn die HD-Versionen schon dabei sind. 600 Euro, gut. Der Tourenwagen mit Allradantrieb kostet über 700.
Ist natürlich dann ein bisschen günstiger, in Anführungszeichen. Man kriegt auch noch den alten, den T4F 2021. Kostet 100 € weniger. Ist bestimmt auch kein schlechter Deal. Ist halt noch so ein Abverkauf. Aber ist noch nicht runtergesetzt. Also, sie haben auch nur einen lagernd. Er ist natürlich automatisch irgendwie günstiger als der neue. Von der Konkurrenz ist der Serpent halt, naja, ist jedes Auto günstiger, ne? Der Serpent kostet 470 €. Was haben wir noch Schönes? Der ARC nur 390 € und der Mugen ist aber auch relativ teuer. Der neue auf dem MTC2 basierende FWD mit 570 liegt da auch im Hochpreissegment. Und die Automatics, die sonst immer die teuersten waren, die kriegt man für unter 500. Günstiger wird es dann natürlich, wenn man auf so eine Marke wie Express geht. Da gibt es aber auch diese Low-Budget-Tourenwagen. Und die haben dann keine Carbon-Teile, sondern so Glasfaser-Chassis und mehr Plastikteile statt Aluteile. Da ist natürlich 170 € und ein ganz anderer Preis, wenn man mal nur so just for fun fahren will. Aber der funktioniert bestimmt auch. Der professionellere Tourenwagen kostet dann 380 €, hat den Motor aber noch vorne, also nicht wie die meisten, dass er den Motor in die Mitte setzen. Und wer keine Lust zum Bauen hat, der kann diesen Low-Budget-FWD-Tourenwagen sogar als fertig aufgebauten kaufen. Auch eine schöne Option, kostet dann aber auch 30 € mehr. Ja gut, dass er teuer ist, ist aber auch keine Überraschung, ne? Da muss man sehen. Das ist im Prinzip ja nur eine Nebenklasse. Ich denke mal, die Hauptklasse bei Onroad ist immer Tourenwagen mit Allradantrieb. Dann gab es die Nebenklasse Formel. Da habe ich ja auch einen X1, die mal populär war, aber das nimmt immer stärker ab. Und ich will jetzt nicht sagen, Formel ist tot, aber naja, nah dran, ne? Und viele fahren halt Tourenwagen FWD. Und die, die das fahren, die sagen halt auch, dass sich das halt wirklich sehr schön fährt. Es ist halt nicht so aggressiv wie Tourenwagen mit Allradantrieb, was aber auch irgendwo zu extrem geworden ist und nur noch diese Super-Experten fahren, ne? Weil die Autos dann auch irgendwann vielleicht zu kompliziert und zu agil werden. Und man das gar nicht mehr so als Otto-Normalfahrer auf die Straße bringt. Und mit Vorderradantrieb, da haben wir natürlich sofort ein bisschen weniger Performance, weil er schiebt natürlich mehr. Man hat ein bisschen mehr Traktionsprobleme und man muss hier auch Setup machen und so weiter und sich wirklich reindenken, um schnell zu sein. Aber tendenziell fährt er sich einfach einfacher, weil die Hinterachse läuft halt einfach nur mit, ne? Und deshalb fahren das sehr viele, weil es ihnen einfach Spaß macht zu fahren und weil es sich schön fährt, ne? Von daher ist das natürlich cool. X-Way, Ersatzteilversorgung und so weiter, super. Nachteile natürlich, hoher Einstiegspreis und extrem hohe Ersatzteilepreise. Und was diese X4-Plattform angeht, vielleicht doch noch die ein oder anderen Kinderkrankheiten, muss man einfach sagen. Na, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt ja auch mal reinschreiben in die Kommentare, wenn ihr Lust habt, wie ihr den X4F findet. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und wir sehen und hören uns dann bald wieder. Bis dann. Bye, bye.